So gibt's ja so Gäste, die dich gerne mal anpfeifen, dann so hier, mach mal zwei Bier, so fick dich, Alter. So, ich bin kein Hund, ich wedel nicht mit dem Schwanz. Nein, auf keinen Fall. So, und jetzt auch echt Ziehleine. 80% der Kommunikation mit Erna zwischen mir und ihr lief nonverbal. Also sie war wirklich hanseatisch, da kann ich nur von träumen. Diese Art und Weise auch, sich auszudrücken. Sie hatte einfach so eine wahnsinnig unterschwellig, freundlich, autoritäre Art. Ich habe sie aufgesogen. Ich fand das so brillant, wie sie auch mit Gästen umgeht, wie sie mit uns im Team umgeht. Sie hatte einfach eine unglaublich charmante Art, streng zu sein. Das hat mir schon gut gefallen. Also irgendeiner kommt zu mir und sagt so, ey, die Mische machst du aber hier für Mädchen. Krieg ich halt auch schon direkt einen Halt. Ich kenn Mädels, die saufen dich unter den Tisch, Junge. Das ist die Mische, so wie du sie bestellt hast. Ich kann dir das Glas auch bis oben hin mit Schnaps voll machen. Du musst es halt nur bezahlen und vor allem auch bestellen. Also ich meine St. Pauli halt, ne? Wir haben ja ganz viele Touristen auch. Und die kommen halt nach St. Pauli und denken so, hey, Macker, ne, wenn du hier auf St. Pauli bestehst als Kerl, dann kannst du überall bestehen. Und die brauchen das halt auch dann wiederum, dass du ihnen zeigst, so, ja, aber du bestehst hier halt gar nicht erst. So, weil das ist hier, wir sind alle auf Augenhöhe. Ja, hier ist jeder erstmal mit jedem gleich. Das ist meine Sichtweise auf die Dinge. Und ich würde auch nie einen Rückzieher machen, nur weil ich das Gefühl habe, mir ist einer irgendwie körperlich überlegen oder so. Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen, immer sonnabends. In der dicken Mopo.